Wir reden heute über das Fahrwerk des Aufliegers, somit quasi die High Heels von Profi Liner und Co. Und deshalb ist unser heutiger Drehort bei der Firma Gigant in Dinklage, einer hundertprozentigen Tochter der KRONE Nutzfahrzeuggruppe. Und somit auch die Wiege der extrem zuverlässigen KRONE Trailer Axle. Und fokussieren wollen wir uns heute auf die Standardachse mit der großen 22,5 Zoll Bremsscheibe. Die Basis der Achse bildet das sehr robuste Achsrohr mit einer Wandstärke von 12 mm. Der Achsstummel wird mittels Reibschweißung bombenfest mit dem Achsrohr verbunden. Das Achsrohr steht dabei fest und der rotierende Achsstummel wird dabei so fest gegen das Achsrohr gepresst, dass die dabei entstehende Reibungswärme die beiden Enden der Bauteile aufschmilzt und somit dauerhaft und fest miteinander verbindet. Der Achsstummel nimmt das einteilige wartungsfreie Radlager von SKF auf und ist gleichzeitig Anbindung für den Haldex-Bremssattel. Und die vorher mittels der Radbolzen zusammengefügte Einheit aus Bremsscheibe und Radflansch wird mittels 12 Torx-Schrauben mit dem Radlager verschraubt. Der 70 mm breite und bis zu 50 mm dicke Federlenker wird mittels des Lenkerbolzens im Achsbock mit dem Chassis verbunden und trägt an seinem anderen Ende den Luftfederbalken. Der Bremszylinder stammt aus dem Hause Wabco. Die Premium-Bremsbeläge stammen von Jurit und der Bremssattel hört auf den Namen Haldex. Ausnahmslos seit Jahrzehnten im Trailermarkt bewährte Top-Produkte. Auf das Achsrohr und das einteilige Radlager gewährt KRONE eine Garantie von 6 Jahren ohne Kilometerbegrenzung. Mit der KRONE-Achse machen Sie alles richtig. Top-Qualität ohne Kompromisse.